Gut, 10 Uhr, herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Krutzek von Krutzek Software. Wir organisieren seit 2 Jahren, glaube ich schon jetzt, den Vertriebspower-Tag. Und hier geht es immer um ganz praktische Impulse, wie der eigene Vertrieb erfolgreicher gestaltet werden kann. Und heute geht es eigentlich darum, wie kann ich Zielkunden denn aktiv ansprechen und erreichen, um meine Neukundenbasis zu vergrößern. Und dazu lade ich mir immer Experten ein. Ich freue mich, dass heute die Claudia hier dabei ist. Wir haben schon das ein oder andere Mal zusammengearbeitet. Ich sag mal, ich selbst stehe dem Thema Facebook-Ads so ein bisschen kritisch gegenüber. Ja, ich denke ja immer, alles klar, das kann ja so schwer nicht sein. Ich habe mir einen Online-Kurs gekauft und habe dann das schön brav durchgemacht. Irgendwie da so 10 Lektionen, 45 Minuten. Und dann habe ich mich selbst ans Werk gemacht und habe so ein Facebook-Ad-Konto eingerichtet und dann Ads geschaltet, Zielgruppe gemacht und so. Und irgendwie habe ich gemerkt, ey, mir rinnt das Geld zwischen den Fingern weg. Aber irgendwie relevante Leads putzen da hinten irgendwie nicht raus. Ja, also von daher bin ich da echt mega gespannt, was du uns heute an Tipps gibst. Markus, dir erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich riesig gefreut, gerade über das Thema Meta-Ads auch sprechen zu dürfen. Weil wer mich kennt, weiß, ich liebe Meta-Ads und arbeite da jeden Tag mit. Gleichzeitig habt ihr natürlich alle was richtig gemacht, denn ihr werdet jetzt 7 Tipps erfahren, wie du mit Meta-Ads performante Kampagnen spielst, ohne Geld zu verbrennen. Und darauf freue ich mich jetzt. Die Frage ist ja, was sind denn das für Tipps? Ne? Und ach, jetzt hoffe ich, ich kriege 7 Tipps, die ich noch nicht kenne. Es kann sein, dass du alle 7 Tipps kennst. Es kann sein, dass du vielleicht schon 6 Tipps kennst. Darum geht es aber gar nicht. Es geht nicht darum, ob du die Tipps schon mal gehört hast und ob du sie kennst, sondern es geht eher darum, kannst du die Tipps auch umsetzen und hast du sie umgesetzt? Das heißt, wenn du jetzt einen Tipp kennst und sagst, ah, das habe ich schon mal gehört, frag dich direkt mal, setze ich das auch um? Das heißt, für dich ist das so wie so eine Art Checkliste, die du mitschreiben kannst, wo du sagen kannst, nach dem Webinar gehst du genau diese Punkte durch und hakst die ab. Oder schreibst eine To-Do dahinter, was du für dich nochmal machen darfst. Und diese Tipps, ich habe mir überlegt, welche Tipps gebe ich dir mit? Denn ich habe so eine Liste mit 40, 50 Tipps. Wer das weiß, ich habe ja auch gerade einen Meta-Ads-Kurs veröffentlicht, wo die alle drin sind. Und diese Tipps habe ich mir alle aufgeschrieben und habe dann überlegt, welche Tipps sind die Tipps, die nach der 80-20-Regel den meisten Input haben, aber die wenigste Investitionen kosten, also wo ist der Hebel am höchsten und welche Tipps sind das, die ich am häufigsten falsch sehe, wo die Leute am häufigsten Geld verbrannt haben. Und Markus, ich bin mal gespannt, ob du für dich heute einen Tipp mitnehmen kannst, wo du sagen kannst, ach guck mal, da habe ich mich dabei erwischt, vielleicht war das ein Grund, weshalb ich auch Geld verbrannt habe. Und was das Ziel natürlich ist, dass du kein Geld verbrennst, sondern die Meta-Ads erfolgreich schaltest. Wer bin ich? Ich selbst komme sogar aus dem Marketing. Das heißt, ich habe früher bei Interactive Media immer für ganz große Brands Werbung geschalten und bei OnVista. Die hatten aber immer so viel Kohle ausgegeben, dass ich gesagt habe, das kann ein normaler, kleiner, mittelständischer oder Selbstständiger gar nicht ausgeben. Und ich wollte eine Möglichkeit finden, wie auch die Leute quasi ihre Werbung veröffentlichen können. Und da war Facebook einfach super. Was ich aber feststelle ist, dass viele mit Facebook strugglen, weil sie eben einmal natürlich von der Erfahrung her schon mal Geld verbrannt haben oder Angst haben, Geld zu verbrennen oder was falsch zu machen. Und deswegen helfe ich natürlich gerne und habe mich da richtig tief eingearbeitet. Und wenn du jetzt hier sitzt und wir sind gerade, ich guck mal, ich glaube 7 oder 8 Leute. Mal gucken, wie viele gleich noch da sind. Die Frage ist ja immer, lohnt es sich gerade, dass du jetzt dir 45 Minuten Zeit nimmst, mir zuzuhören? Und wann ist das Webinar perfekt für dich? Dieses Webinar ist perfekt für dich, wenn du sagst, ich habe noch nie Ads geschalten und will mal so ein Gefühl dafür bekommen, was muss ich denn beachten, wenn ich Ads schalten möchte? Das Webinar ist aber auch für dich, wenn du sagst, hey, ich habe schon mal Ads geschalten, das war aber nicht so erfolgreich, ich würde gerne mal sehen, was sind denn Stellschrauben, die ich verbessern kann? Und das Webinar ist für dich, wenn du sagst, ja, ich schalte schon Ads, aber ich möchte trotzdem gerne mal wissen, was sind denn die Best Practices von anderen, wie machen das andere, vielleicht kann ich mir da nochmal einen Impuls mitnehmen. Wenn du aber sagst, es ist mir völlig egal, was die Claudia da vorne erzählt, ich höre eh nicht zu, es interessiert mich nicht, dann kannst du dir die Zeit auch sparen. Genauso, wenn du sagst, du hast super schlecht laufende Kampagnen und sagst, nö, lernen will ich nichts, dann ist auch das Webinar nichts für dich. So. Der erste Tipp, und das kannst du dir vorstellen,
Wer hat früher so gerne Indianerfilme geguckt oder Cowboyfilme? Da war das ja oft so, dass die von außen sahen die richtig schick aus, die Gebäude. Und dann sind die Cowboys gekommen, sind in das Gebäude reingekommen und in dem Gebäude sah das dann ganz komisch aus. Da waren verdreckte Ecken, da hat der Tisch noch geklebt. Das heißt, wir hatten außen einen super schönen Eindruck, aber innen war es dann nicht mehr so schön. Und genau das will Meta verhindern. Was bedeutet der erste Tipp? Schau immer darauf, dass deine Landingpage optimiert ist zu den einzelnen Werbemitteln. Also wenn du Werbemittel in Social Media oder Creatives, ne, diese Bilder, Videos und so weiter, wenn du die als Werbung ausspielst, ist es ganz wichtig, dass auch die Landingpage, also die Webseite, wo du hinleitest, diesem Creative, also dieses Werbemittels sehr ähnlich ist. Wenn hier zum Beispiel steht, das war von dem letzten Webinar ein Beispiel, ne? 10 Tipps für erfolgreiche Facebook- und Instagram-Ads, dann muss das hier auch stehen. Da kann hier nicht stehen, 10 Tipps für erfolgreiche Meta-Ads, weil das hebt bei dem Nutzer eine Irritation hervor. Genauso, wenn ich jetzt hier die Farben Blau und Gelb habe, müssen sich die in der Landingpage auch wiederfinden. All das, wo du zwischendrin einen Bruch hast, führt dazu, dass der Nutzer irritiert wird. Das heißt, das ist dann kein smoother Übergang. Und das kennst du bestimmt auch schon, dass du irgendwann mal auf einen Link geklickt hast, weil du gedacht hast, hey, das klingt spannend. Dann kommst du auf die Seite und wusstest überhaupt nicht, wo du dich befindest. Und hast dich so gefragt, bin ich hier eigentlich richtig? Und genau das will Facebook, also Meta, auch verhindern. Bedeutet, wenn du eine Kampagne schaltest, dann schaut sich Meta auch deine Inhalte und deinen Seitenaufbau und so weiter an. Die gehen sogar so weit, dass sie nachvollziehen können, wenn die Leute auf deinen Link klicken, wie lange sind sie auf deiner Webseite und wie sehr beschäftigen sie sich damit. Das heißt, hast du schnelle Abbruchraten, führt sich das negativ zurück auf deine Werbeanzeigen. Wenn die Nutzer dann total irritiert sind, und das kriegt Meta ganz gut raus, oder die screenen deinen Inhalt und da steht was, was gegen die Werberichtlinien verstößt, kann es passieren, dass dein Werbekonto gesperrt wird wegen zum Beispiel unzulässiger Geschäftspraktiken oder ähnliches. Und das wissen viele nicht, dass Meta sich wirklich nicht nur die Ads anschaut, sondern die Landingpages screent. Wenn du dann die Sachen aufgebaut hast, dann ist ja die Frage, wie nutzt du die Creatives? Also Creatives, wer das Wort nicht so kennt, das sind die Videos, die Bilder, die Reels, also diese ganzen Werbemittel sozusagen. Und jetzt ist es natürlich so, wir können Werbemittel einfach einstellen. Was wir aber auch beobachten können, ist, nach welcher Aufmerksamkeitsreihenfolge funktionieren denn Ads? Also wie nutzen Menschen die Ads? Also wie gucken sie auf die Ads drauf? Auch das wird sehr häufig nicht berücksichtigt. Weil ganz wichtig, und das ist das A und O, und das sehen wir bei jeder Kampagne, die ich schalte, ist natürlich das Bild bzw. das Creative und das Video. Also beim Video gerade so der Vorschaubild und die ersten Sekunden. Das ist erstmal Nummer eins. Wir können dazu auch die AIDA-Formel nebendran stellen und sagen, okay, was holt denn die Aufmerksamkeit? Und das ist auf jeden Fall immer das Bild. Wenn das Creative nicht überzeugt, kannst du im Text schreiben, was du willst. Du wirst es nicht schaffen. Danach, wenn wir die Aufmerksamkeit über das Bild bekommen haben, gehen sie dann in den Vorschautext beziehungsweise ersten Satz. Ne? Und das ist sozusagen die Hook. Also das ist das, wo du sagst, da kriegst du das Interesse und da holst du die Leute in deine Werbeanzeige rein. Zum Beispiel wünschst du dir mehr Tipps für Sichtbarkeit und Reichweite. Wenn du aber keine Reichweite und keine Sichtbarkeit willst, bist du quasi weg. Ne? Das heißt, ich krieg dich nicht mehr. Und erst dann, wenn das Bild überzeugt hat und dein erster Hook, also dieser erste Satz überzeugt hat, erst dann gehst du her und sagst, okay, zeig mir mal bitte mehr Infos. Und auf dem Bild siehst du im Prinzip einmal die Werbeanzeige und dann nochmal runtergescrollt, damit du dann auch den Text siehst. Und danach liest du den Text und erst dann gehst du in die Call to Action. Viele optimieren diesen Bereich, wo dann steht weitere Infos. Dann machen die sich Gedanken darüber, nehme ich weitere Infos, nehme ich jetzt anmelden, nehme ich jetzt bewerben, nehme ich jetzt kaufen. Viele überlegen sich dann auch, die haben dann hier so irgendwie 5 verschiedene Texte mit so minimalen Änderungen und sagen, okay, wir testen das jetzt gegen. Das bringt dir aber nichts, solange du nicht verstanden oder solange du kein Creative gefunden hast, was überzeugt. Und wenn du ein Creative hast, das überzeugt, kannst du nicht davon ausgehen, dass das natürlich bei allen anderen Kampagnen auch funktioniert,
sondern wir wissen bei Meta nie was. Und da kommen wir auch gleich zu. Das heißt, du musst dann eh viel testen und ganz wichtig halt auf das Creative den Fokus legen. Erst wenn der richtig gut performt, dann kannst du anfangen und sagen, okay, ich teste vielleicht verschiedene Texte oder verschiedene erste Sätze. Dann als dritter Tipp, und das sehe ich wirklich bei ganz, ganz vielen Kampagnen falsch. Wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, dann schicken die mir ein Creative und sagen, ich habe ein Bild, reicht das? Natürlich nicht. Also du kannst mit einem Creative eine Leads wirklich, also dieser Gedanke, ne, oder dieses Glück, dass du mit einem Creative eine Resonanz zu dem Nutzer schaffst, ist super, super gering. Und jetzt direkt, und da brauche ich dich nochmal, Markus, schreib doch mal in den Chat, was glaubst du, wir haben jetzt hier 8 Creatives, welches Creatives hat am meisten Leads bzw. Bewerbungen gebracht? Das war ja jetzt eine Social Recruiting Kampagne, da haben wir einen Chocolatier gesucht. Das würde aber auch funktionieren, wenn du jetzt Leads suchst. Was würdest du sagen, welche Kampagne darf oder welches Creative hat am meisten überzeugt? Schreib das mal in den Chat. Hier kommt E. Ich bin ja für A. Ja, warten wir noch ab. Wir haben 12 Teilnehmer, 4 Ergebnisse. G, nochmal A. Tatsächlich war das noch A. Mal G. Genau, A hat 8 Bewerbungen gebracht. Die anderen so mal eine, also hier die, glaube ich, hat mal eine, die mal eine, aber der Winner war wirklich A. Dieses A war für die Kundin, wo sie gesagt hat, Claudia, willst du das wirklich posten? Ich bin mir nicht so sicher, wollen wir es vielleicht rausnehmen? Und ich habe sie gesagt, nein, wir nehmen es nicht raus, wir lassen es drin. Und darüber kamen wirklich die meisten Bewerbungen. Viele haben zum Beispiel auch B getippt, ne? Also das sehen wir schon, wir hatten jetzt ganz unterschiedliche Aufgaben und würden wir jetzt in einem Meeting sitzen, hätte sich, ich glaube, eh durchgesetzt. Ne? Das heißt, wir hätten uns für eh entschieden und hätten damit völlig falsch gelegen. Das heißt, wir gehen bei Ads immer mit der Haltung ran, wir haben keine Ahnung. Wir müssen es testen. Deshalb sage ich auch immer, hab mindestens mal so 10, 15 Grafiken, inklusive auch Videos, Flipfilme, animierte Bilder, die du dann einfach mal durchtestest. Es kann schon sein, also wir hatten zum Beispiel letzten Sommer einen Steuerberater und da war das so, da kamen keine Bewerbungen rein und wir haben dann gedacht, was ist denn das? Ich habe dann schon mehrfach, also ich habe da bestimmt 20 Creatives vorbereitet, habe die schon durchgetestet, habe dann die Landingpages überarbeitet und ich habe nicht den Punkt gefunden, warum das nicht funktioniert hat. Ich habe dann eine Wahrnehmungspsychologin angerufen, das ist eine Freundin von mir, und habe gesagt, guck doch bitte mal drüber, irgendwas stimmt da nicht. Und wir hatten Sommer, das heißt, wir hatten, glaube August, und das Unternehmen hatte ein dunkles Blau und ziemlich eckige Form als Customer Design, also als CI. Und dann sagte die Wahrnehmungspsychologin, ja Claudia, das ist kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Ich so, warum? Naja, wir haben Sommer. Und jetzt kannst du mal reinschreiben, welche Farbe assoziierst du mit dem Sommer? Schreib das mal in den Chat. Wenn du so an Sommer denkst, welche Formen, Farben, was assoziierst du da? Und Markus, du kannst gern wieder vorlesen. Gelb, Pink, Türkis. Genau. Wir assoziieren also kein Dunkelblau mit Sommer. Und genau das war das Problem. Wir haben dann gesagt, wir testen grüne Sachen wegen der Wiese und hellblaue Sachen wegen dem Wasser und machen es dann aber mit runden Formen wegen dem Wasser und wegen der Sonne und so weiter. Das heißt, wir haben die Kampagne umgeschalten von eckig, von dunkelblau eckig auf grün im Gras spielende Mütter mit runden Ecken und dann kamen Bewerbungen. Also so detailreich sind Meta-Ads. Und wenn du jetzt sagst, ah naja, ich hatte irgendwie so, keine Ahnung, einen Form. So eine Vorlage, da habe ich halt verschiedene Texte drauf rausprobiert. Das sehe ich nämlich auch häufig. Das war auch ein großer Fehler, den ich bei einer anderen Kundin mal gesehen habe. Die hatte dann halt von diesen Bildern 5 verschiedene mit verschiedenen Hooks hier oben, verschiedenen Farben. Wenn allerdings das Design selbst nicht überzeugt, kannst du Bilder reintun, wie du möchtest. Das Design überzeugt nicht. Und gerade bei größeren Brands, die wirklich sagen, wir haben eine Corporate Identity und das ist Pixelschubserei und wir wollen genau das so haben. 2 Pixel Abstand vom Logo zum Text und hast du nicht gesehen. Das sind die Kampagnen, die am wenigsten gut funktionieren. Warum? Weil die Designer nicht die Möglichkeit haben, zu gucken, was wollen Menschen, sondern weil die Designer das umsetzen müssen und da gibt es keine Resonanz oft mit den Werbeanzeigen für Meta, weil Meta möchte, oder die Nutzer von Meta, wünschen sich eher nicht ganz so professionelle Creatives wie zu professionell. Also wenn das zu professionell gemacht ist vom Designer, funktionieren die oft nicht so gut, als wenn du die eben mal schnell
zusammenstickerst und sogar die Qualität des Bildes nicht so gut ist. Jetzt kommt hier die Frage, wenn ich das mache, ne, du hast das quasi geändert auf grün-blau, rund von eckig, passt das dann noch zur Landingpage? Weil im Tipp 2 hast du ja gesagt, quasi die Anzeige in Form, Gestaltung, Farben muss auch mit der Landingpage wieder übereinstimmen. Das heißt, ihr müsstet ja auch die Landingpage entsprechend anpassen dann. Ja, wir haben die Landingpage angepasst. Also wir haben zwar schon noch das Design des Unternehmens eingehalten, das Logo war auch noch mit drauf, aber wir haben die Landingpage natürlich auch angepasst, ja. Das ist ganz wichtig. Aber gerade wenn wir jetzt hier gucken, ne, wir haben jetzt ja hier verschiedene Creatives probiert. Wir können ja nicht eine blaue und eine braune Landingpage zum Beispiel machen. Das Braun kann allerdings auch schon so eine Irritation zur Landingpage führen. Was habe ich gemacht? Ich habe das Blau und das Braun mit in die Landingpage integriert. Das heißt, ich hatte dann so zwei Farben und haben dann zum Beispiel so Umrandungen anders gemacht oder Überschriften in der Farbe, sodass sie zumindest die Farben wiedererkennen. Und halt dann das Logo mit draufgenommen. Genau, dann habe ich als vierter Tipp, und das sind nochmal so Sammeltipps, Tipps für gute Creatives. Also das sind so Erfahrungen, wo ich gesagt habe, wenn wir die einhalten, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Creative funktioniert. Das ist so wie eine Art Checkliste, die ich dann durchgehe und gucke, haben diese Creatives, die ich bekomme, die Punkte oder tun viele von den Punkten erfüllen. Nämlich einmal, was immer gut funktioniert, ist, wenn ein echtes Lächeln auf dem Bild ist, wenn du dann auch die Zähne siehst, ne, wenn das nicht so ernst ist. Weil ich sehe ganz viele, gerade natürlich, ich mache ja viel Social Recruiting, aber auch gerade, ich habe gerade ein Buch auch vermarktet mit jemandem und alle Fotos, wo er so ein bisschen strenger geguckt hat oder wo er nicht in die Kamera gelächelt hat, die haben alle nicht so gut funktioniert, als wenn jemand in die Kamera lächelt. Also wenn du Menschen drauf hast, dann immer gucken sie freundlich, schauen sie gut in die Kamera und lächeln sie, weil wir uns von Menschen immer von Lächeln auch angezogen werden. Das heißt, wenn wir eine Landingpage gucken, suchen wir Menschen als allererstes nach irgendwas, was so aussieht wie ein Mensch. Und wir gucken natürlich nach positiven Emotionen und deswegen funktionieren lächelnde Gesichter so gut. Und natürlich auch gut ausgeleuchtete Bilder. Also selbst wenn du Bilder alleine machst, sind gut ausgeleuchtete Bilder sehr gut für Meta, weil die dann natürlich A hervorstechen und eine gute Qualität geben, obwohl die gar nicht top qualitativ gemacht sind. Und was mir auch aufgefallen ist, was immer noch sehr gut funktioniert und das seit über 2 Jahren, sind Grafiken, die nur Text haben, aber nicht nur einen Text, sondern dann darauf achten, dass sie halt mehrfarbig sind. Also wie hier in dem Beispiel, ne, wenn du dann zum Beispiel hole 7 Tipps noch heute, das sind ja die fettgedruckten als eine Botschaft. Mehr Sichtbarkeit und Reichweite ist sozusagen die zweite Botschaft und beginne sofort zu verbessern ist sozusagen die dritte Botschaft. Und wenn du das so kreierst, dass du da verschiedene Fetten drin hast oder vielleicht auch verschiedene Farben, dann funktioniert das ganz gut. Und ich hatte getestet dunkelblau, gelb und rot. Und die Winner waren gelb und rot. Das Dunkelblau hat nicht so gut funktioniert. Wohingegen zum Beispiel hatten wir das probiert mit schwarzem Hintergrund und weißer Schrift und die weiße Schrift, fett und nicht fett. Und da hat dann wieder das Schwarze gewonnen. Also auch da kannst du nicht sagen, das ist immer so, sondern du musst es dann halt probieren. Aber das kann ich dir sagen, hat ganz gut funktioniert bei verschiedenen Kampagnen. Und eines der wichtigsten Tipps, und das sehe ich halt auch wieder bei ganz, ganz vielen Kampagnen falsch, das Bild muss zum Kontext passen. Das heißt, die Frage ist, spricht das Bild die Bedarfsgruppe an? Und ich habe hier auch, ich mache halt viel Social Recruiting-Kampagnen, deswegen sind natürlich auch viele Beispiele aus Social Recruiting. Wir hatten einen Mechatroniker gesucht und das Bild selbst hat nicht so eine gute Klickrate wie die hier vorne. Zu den Klickraten sage ich aber auch nochmal was. Das Wichtige ist aber, dass dieses Bild tatsächlich nur Leute angesprochen hat, die in so einem Arbeitsumfeld arbeiten, noch dazu mögen dann Mechatroniker und Kfz-Mechaniker Hallen, die hell durchflutet sind. Und dann steht da auch noch ein sexy Auto drauf, nämlich den Tesla. Das heißt, dieses Bild spricht genau die Menschen an, die in dieser Umgebung arbeiten. Und wir filtern alle anderen raus, die für das Bild gar nicht relevant sind. Deswegen, ja, es hat da nicht so eine hohe Klickrate. Aber wenn die da draufklicken, dann hat das einen hohen Impact, weil die Klickintention die richtige ist. Und dann darfst du auch mal was Verrücktes testen. Diese Kampagne läuft übrigens auch schon seit 2 Jahren und die hat seit 2 Jahren eine Durchschnitts-CTR von 5,3. Und natürlich auch unprofessionell, das heißt, er saß gerade im Zug und dann hat der Kontext natürlich wieder super gepasst.
und hat einfach gesagt, so, ey, sitzt du auch gerade im Zug, scrollst du durch Instagram, weil es dir zu langweilig ist, dann hör dir doch mal meinen Podcast an. Das heißt, die Haltung bei Creatives, das hatte ich eben ja auch schon mal gesagt, du hast keine Ahnung, du musst es testen. Und natürlich nutze gerne auch Emojis für den Text, weil diese Emojis dich führen können beim Text. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Texte sehen für die Ads, dann siehst du, dass wir zum Beispiel auf den kleinen Finger gucken, bedeutet, wir sehen, ne, lade dir meine 7 Tipps runter. Und mit den Emojis, die sind da nicht dafür da zu spielen, sondern die Emojis leiten den Nutzer so ein bisschen durch den Text. Und wenn du das nutzt, dann kannst du ganz gezielte Akzente setzen, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig. Und das ist nochmal wichtig. Wenn wir Zielgruppen aufbauen, dann schicken wir das Video nicht einfach raus in die große Masse, sondern wir überlegen ja, wie können wir Zielgruppen aufbauen? Das reine Targeting über Interessen wird bei Meta aber super schwer, weil wir immer weniger Interessen, Targeting-Möglichkeiten haben dürfen und weil sich der Algorithmus ein bisschen verändert hat. Was kannst du also machen, um eine vernünftige Zielgruppe aufzubauen? Du postest ein Video und bei Meta hast du die Möglichkeit, eine Zielgruppe aufzubauen, wo du sagst, ich möchte alle, die das Video bis zu 75% oder 90% angeschaut haben, in eine Zielgruppe. So, das heißt, du machst ein Video, gibst dem Video ein bisschen Budget, schickst das an die offene Zielgruppe. Und nur die, die sich für das Thema und für das Video interessieren, werden sich ja auch für dein Thema interessieren. Somit bekommst du also eine Zielgruppe, die kannst du anlegen, wo du hinterlegst, so ja, ich möchte alle Menschen, die das Video zu 90% gesehen haben, in diese Zielgruppe reinnehmen. Und dann hast du auf einmal eine Zielgruppe, wo du weißt, die sind schon mal interessiert an deinem Thema. Und dann kannst du dieser Zielgruppe, und da sind wir hier unten, eine Werbeanzeige ausspielen, die zum Beispiel, wo du sagst, hey, ich möchte ein Workbook mitgeben oder ich möchte ein Erstgespräch generieren. Dann machst du es nicht auf eine offene Zielgruppe, auf eine, wo du nicht weißt, haben die überhaupt Interesse, sondern auf eine, wo du weißt, hey, die haben sich dein Video schon mal angeschaut. Und dann kannst du bei Meta-Ads statistische Zwillinge anlegen, also sogenannte Lookalikes. Und die Lookalikes sind quasi Menschen, die ähnlich sind wie die, die dir das Video angeschaut haben. Wenn du jetzt also von dieser Zielgruppe eine Lookalike anlegst und du schaltest die Werbung nicht mehr auf die offene Zielgruppe, sondern auf die Lookalike, dann ist die Zielgruppe schon mal so ein bisschen eingegrenzt. Und von denen schauen sich ja das Video auch wieder bis zu 75 oder 90% an. Und die, die sich die Zielgruppe angeschaut haben, gehen ja wieder in die Video-View-Zielgruppe, sodass du diese Zielgruppe unten immer verbesserst, weil ja dann wieder mehr Grundelemente da sind, also wieder mehr Menschen, die dein Video geguckt haben. Dadurch kriegst du wieder eine bessere Lookalike, dadurch kriegst du wieder eine bessere Zielgruppe und wieder eine bessere Lookalike. Und so schaffst du es, deine Zielgruppe aufzubauen, die du dann natürlich nach und nach über Retargeting-Kampagnen zum Beispiel auch auf dein Angebot hin entwickeln kannst und sie aufwärmen kannst und dann kriegst du auch gute Lead-Kampagnen. Und der siebte Tipp, dir bringen alle Tipps nichts, wenn du diesen Tipp nicht befolgst. Weil Menschen haben eine Stufe oder die gehen bestimmte Treppen, bestimmte Steps, bevor sie ein Produkt kaufen. Ich habe zum Beispiel einen Online-Kurs aufgenommen und hatte Lampen und die haben nach 4 Stunden auf einmal angefangen zu flackern. Und wer Online-Kurse erstellt, der weiß, das ist ganz schön stressig dann am Ende. Und wenn ich dann so 10 Stunden da sitze, meine Online-Kurse aufnehme und nach 4 Stunden fangen die Lampen an zu flackern, da kam mir schon das Schwitzen. Das heißt, ich habe auf einmal ein Problem gespürt und genau so gehen Menschen vor. Das heißt, es gibt Menschen, die haben erstmal kein Problem, denen wirst du aber auch nichts verkaufen können. Dann bemerken sie das Problem, aber auch da sind sie noch nicht kaufbereit. Warum? Weil die erstmal nach Lösungen gucken. Ich habe also erstmal gegoogelt, wie kriege ich diese Lampen auf, dass die aufhören zu flackern? Weil die waren zum Beispiel schon am Strom angeschalten. Gibt es irgendwas, was ich machen kann? Ne? Ich habe also meine Community gefragt. Ich war erstmal im Lösungsmodus. Und da war ich natürlich offen für Lösungen. Also das heißt, alles, was so Traffic und hier lade ich hier das runter, damit die Lampen nicht flackern oder das sind Lampen für, oder diese Lampen brauchst du, wenn du lange streamst oder sowas. Das heißt, ich war dann in so einem Lösungsmodus. Und erst als ich diese Lösung, mir die Lösungen angeschaut habe, habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt eine Lösung gefunden, die für mich vielleicht passen könnte, nämlich kaufe dir Lampen.
neue Lampen für 400 Euro. Und dann denke ich so, 400 Euro für Lampen, das ist schon ganz schön viel. Will ich das überhaupt? Und dann ist natürlich meine Aufgabe als Verkäufer zu sagen, warum meine Lampen die besten sind und warum es sich lohnt, 400 Euro auszugeben. Und erst dann, wenn ich diesen Vertrauen habe, wenn ich den Bedarf habe, wenn es wirklich wehtut und ich sage, okay, ich habe es verstanden, die Lösung ist die beste und ich vertraue dir als Verkäufer, dann werde ich zum Kunden. Was aber viele machen, die wollen hier schon bei Problem-Aware, bei Unaware schon verkaufen. Und auch bei Solution-Aware ist das Angebot noch nicht richtig. Da kannst du zwar darauf hinweisen, dass du die Lösung hast, zum Beispiel eine Software für irgendwas, du kannst die Software aber noch nicht verkaufen. Der Kaufschritt kommt erst hinten dran. Und wenn du das nicht berücksichtigst, also die richtige Ebene mit den richtigen Werbemitteln anzusprechen, dann werden die Werbemittel nicht konvertieren. Das ist so das, was du kannst auch gerne einen Screenshot machen, was du dir wirklich hinter die Ohren schreiben darfst. Und jetzt sind wir gleich offen für Fragen.